Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich habe hier gerade voll den Kabelsalat. Nee. Nee. Geh. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. So. Wir haben ja dieses wundervolle Haus hier gebaut. Muss kurz. So. Wo ich zuerst natürlich die Lampen vergessen hatte. Fail. Die Kleine schläft, er schläft. Was treibt sie? Sie malt. Das war ein Vogel. Muss mal kurz was gucken, weil ich habe letztens an den Optionen hier rumgespielt. Ja. Ich wusste es doch. Ich wusste es, ich hatte rumgespielt an diesen Optionen. Irgendwie ist es richtig leise. Wenn ich die Aufnahme beende, ist das no ist die Lautstärke normal, aber irgendwie so, wenn ich aufnehme, finde ich es sehr leise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das empfindet. Aber ich finde es leise. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich extrem leise gestellt habe. Ich würde sagen, es ist normal. Das ist halt auf meinen Ohren, dass ich halt keinen Hörsturz oder sowas kriege. Naja, egal. Irgendwas wollte ich erzählen, ich habe es vergessen. Wenn es wichtig war, fällt es mir wieder ein. Unser tolles Piratenschiff. Jetzt dürfte er ja keinen Geburtstag. Oh, doch, er hat trotzdem Geburtstag. Oh, scheiße, was. Hat sie jetzt auch? Ja, sie hat auch. Okay. Dann macht Mami. Oh, was hat sie denn Schönes gemalt? Wir verkaufen es trotzdem, egal was sie gemalt hat. Wir machen einen Kuchen. Zuckerfreien Karob-Kokoskuchen bestimmt nicht, weil Geburtstag braucht man schon ein bisschen mit Kalorien, würde ich sagen. Sonst macht es ja keinen Spaß. Wir machen einen Schokokuchen. Schokokuchen geht bei Kindern immer. Immer, 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 würde ich sagen. Hast du noch Urlaub? Ich finde es immer noch so toll, dass die Kinder Urlaub nehmen können, obwohl sie eigentlich in die Schule müssen. Ich finde es einfach der Knaller. Das hätte ich damals auch gerne gehabt in meiner Schulzeit. Einfach anrufen und sagen, nö, ich nehme mir heute Urlaub, ich komme nicht. Hätte ich sehr gerne gehabt, Leute. Wirklich. Obwohl, wer hätte das nicht gerne gehabt? Das hättet ihr bestimmt auch gerne gehabt, oder nicht? Seid ehrlich. Wer hätte nicht gern? Oh, er hat einen Hasen. Eine Häschenskulptur gemacht. Sehr schön, Adam. Die stellen wir deinem Kind ins Schlafzimmer. Kinderzimmer. Möbel. Was machen wir? Mach mal einen Barhocker. Ich meine, wir haben zwei Barhocker, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie ein Barhocker aussieht, wenn Adam einen Barhocker macht. Level 5 der Motorikfähigkeit erreichen. Ja, das sollten wir noch hinkriegen, bevor er altert. Nein, er hat Level 5 der Motorikfähigkeit. Ach, höheres Level der Motorikfähigkeit. Ich sollte lesen lernen. Könnten wir hinkriegen? Könnten wir hinkriegen? Mary muss in einer Stunde zur Arbeit. Bei ihr will ich jetzt eigentlich nicht gerade, dass sie Urlaub nimmt, weil ich meine, es ist ihr erster Arbeitstag. Das sieht immer doof aus. Du musst arbeiten. Du gehst arbeiten. Und was gibt das? Hat sie schon wie. Die hat Albträume, dieses Mädchen. Das ist nicht normal. Sie kriegt keine Tierkekse mehr, bevor sie schlafen geht.
Ich sag's euch, Leute, sie träumt, ich weiß nicht, wahrscheinlich von den Tieren, was sie gegessen hat, dass die Tiere jetzt sie essen, weil sie hat die Tiere gegessen. Sie kriegt keine Tierkekse mehr vorm Schlafen gehen. Wirklich nicht mehr. Warum willst du das immer ausspülen? Outfit ändern. Du gehst jetzt noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, dass er seine Motorikfähigkeit gesteigert kriegt. Zur Arbeit gehen. Sehr schön. Jetzt müsste. Wir schicken sie mal zur Tagespflege. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kindersitter irgendwie doch nur Scheißdreck verzapfen und doch nicht das machen, was sie machen sollen. Schicken sie mal zur Tagespflege. Und Darko tobt sich jetzt mal da oben aus. Oh, Post. Oh, das geht aber. 2200 Euro. Im Rahmen einer Simulation zur, was? Rezertifizierung programmiert der Lehrer von Adam einen Notfall wegen geringer Kraftstoffmenge und einem kaputten Antrieb. Er muss das Schiff immer noch landen, soll er also versuchen, eine Reparatur vorzunehmen oder mit kaputtem Antrieb landen. Schätze eine gute Frage. Antrieb reparieren. Dabei wird zwar etwas mehr von seinem kostbaren Kraftstoff verbraucht, aber Adam hat die Reparatur im 0, nix durchgeführt. Der Lehrer lobt ihn für das schnelle Denken und die Reak was Risikobereitschaft. Sehr schön. Fleißig arbeiten. Dann sortier halt das verdorbene Essen raus. Das ist. Können. Nee, das geht glaube ich nicht. Service engagieren. Vielleicht kann er aber ihn doch einladen. Wahrscheinlich nicht, weil er wird wahrscheinlich brav in der Schule sitzen. Doch da. Wahrscheinlich hat er auch Urlaub genommen. Hundertprozentig. So, gerade eben war hier doch noch versuchen zu beruhigen. Oh Gott, ist das Kind wütend. Versuchen zu beruhigen. Die können doch dann bestimmt da zusammenspielen, oder nicht? Vielleicht kriegen wir ihn ja beruhigt. Wäre natürlich von Vorteil. Vielleicht können die auch was zusammen spielen. Auf Popkultur beziehen. Über Erwachsene kann man sich immer lustig machen als Kind. Bruchrechnen. Rumblödeln. Gerade eben war hier doch noch was mit alberne Geschichte erzählen. Über Schule reden. So, mal gucken, ob sie das hinkriegen. Level 9 der Sozialfähigkeit erreicht. Er geht das Puppenhaus kaputt machen. Gleich nicht mehr. Nee, ich mag das nicht, wenn die immer. Ich verstehe nicht, warum die immer aufs Puppenhaus losgehen, wenn die wütend sind. Das macht für mich keinen Sinn. Es ist für mich komplett unlogisch.
dass die das Puppenhaus zerstören. Oder das Stofftierboxen. Das ist trotzdem. Ja, okay, Stofftierboxen geht ja noch. Aber oh. Das Ding sieht ja richtig schick aus. Wir stellen das. Gartentopf. Ja. Das sieht ja ganz schick aus. Jetzt habe ich aber nichts, was ich da reintun kann. Dann verkaufen wir es. Ach, ich wollte ja noch Deko eigentlich fürs Bad. Wenn mein Kopf nicht angewachsen, werde ich den wahrscheinlich auch schon vergessen irgendwo. Nee, wir stellen das hier hin. Ich möchte hier. Wir nehmen das. Ich möchte das da haben. Und dann noch ein paar Handtücher. Und das. Und das. Und dann stellen wir das hier hin. Stellen jetzt die Toilette doch hier hin. Und stellen noch einen Wäschekorb rein. Dadurch, dass das ja eh alles Deko ist, müssen sie da nicht zwingend rankommen. So, Bademäntel könnten wir auch noch hin. Ach, Menno. Das kommt, nein, hier hin. Und hier hin. Und hierhin. Und fertig. Haben wir einfach mal wieder 3000 Simoleons ausgegeben. Spiel noch ein bisschen Pirat. Vielleicht kommt er ja dann. Vielleicht will er ja dann mitspielen. Ah ja, jetzt spielen sie zusammen. Das ist doch schön. Das ist doch super. Höchstpunktzahl im Tippspiel erreichen. Das Kind ist immer noch so wütend. Versuchen zu beruhigen. Red mal mit ihm. Rumblödeln. Tipps, 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 Schule reden. Süßigkeiten schwärmen. Sie versteht sich zum Glück. Er ist zum Glück nicht so wütend, dass hier nur rote Dings kommt, sondern es kommt auch grün. Das ist schon mal sehr gut. Mit Sanvi rumalbern. Oh, jetzt ist er auch glücklich, das ist sehr schön. Unfug. Tag verschönern.
Es ist doch immer süß, wie sie zusammen spielen. Was? Darko kann jetzt die Stimmungen anderer Sims verspotten. Außerdem kann er jetzt Schelm- und Charisma-Fähigkeit aufbauen. Der hat einfach mal Level 10 der Sozialfähigkeit erreicht. Dieses Kind ist bemerkenswert. Ich weiß, glaub schon, was er für einen Berufszweig kriegt. Und die Schelmfähigkeit würde ich auch wirklich sehr gerne mal ausbauen. Er kann nicht über Stimmung lustig machen. Anderen Sim kann er sogar lästern. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Ja, ich mag auch keinen Regen. Genau darüber könnt ihr euch mal unterhalten. Ich mag auch keinen Regen. So. Auf Popkultur. Oh. Das ging jetzt aber fix. Was kriegt er denn? Er kriegt Witzbold. Kriegt er einfach. Und wir müssen nicht, obwohl das Outfit geht eigentlich. Er hat schon drei Vampirkraftpunkte? Ja, okay, er ist. Ich habe gerade ein Baby gehört. Aber sie ist nicht da. Er ist ja von vornherein ein Vampir. Oh, gleich befördert. Sehr schön. Komm mal rein. Oh, sie hat schon keinen Spaß mehr. Arbeit hat ihr keinen Spaß gemacht. Und kann sie ihr helfen? Ja. Ja, wir können sogar den altern lassen, echt? Das geht. Das will ich sehen, dass das geht. Geht. Was treibst. Ach du Scheiß, was hast du denn jetzt an? Ach du Heilige. Du bist immer noch so traurig, komischerweise. Renn es mir hier absetzen, gib mir mal Essen. Hallo. Essen geben. Sie kriegt Apfelmus. Sie kriegt keine Tierkekse mehr. Sie kriegt keine Tierkekse mehr. Oh je. Mal, was tust du denn? Du sollst ihr doch Essen geben. Okay. Au. Ich weiß es auch nicht. Wir geben ihr mal das.
und machen das wie eine Perfektionistin. Ja, jetzt hat sich das ja erledigt. So, jetzt haben wir drei Sims altern lassen. Drei Sims einfach mal altern lassen. Setz dich da mal hin. Das hier brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir auch nicht. Hausaufgaben machen. Das tust du jetzt. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!